Jesus war ein sehr suggestiver Mann und hatte hypnotische Kräfte. Er wusste Bescheid über die Unvollkommenheit des Menschen und über seine Schwächen und das Böse in ihm. Und dagegen kämpfte er, gegen den Geist des Bösen. Den dürft ihr euch aber nur nicht vorstellen wie ein Klabautermann oder ein Bilderbuchteufel mit einem Klumpfuß, Hörnern und langem Schwanz. Nein, der Teufel sieht ganz anders aus. Der ist auch nicht schwarz. Piekfein, in Schale kommt er und hat wahrscheinlich sogar eine ganz hübsche Visage, denn sonst würdet ihr und Millionen Menschen euch ihm nicht immer wieder freiwillig überlassen. Er treibt euch in Spielhöllen und Bordelle und verführt euch zu einer Liebe, die gar keine ist. Macht euch zu gestrandeten Wracks voll Rauschgift, für die es zu spät ist, noch irgendein SOS zu funken. Seine Positionslichter stehen nicht warnend neben dem Großmast, sondern sie winken mit Neonleuchten und bunten Laternen. Seine Brise treibt euch nicht voran, sondern ist ein fauler Hauch aus Fusel, Hasch und Schweiß, das euch am nächsten Morgen ganz übel wird. Und wie soll man denn da noch das Ebenbild Gottes in euren verwüsteten Gesichtern und Seelen wiederfinden? Wie soll denn da noch ein Notsignal in den rettenden Hafen helfen? SOS! Save our souls! Rette unsere Seelen! Noch ist es Zeit.